Joker, einer der wohl am treffendsten gewählten Produktnamen für eine Kurzscheibenegge. Denn Anwender erwarten, dass sie mit solch einem Gerät ein hohes Maß an Flexibilität und Anpassungsfähigkeit bei wechselnden Bodenverhältnissen bekommen. Hinter CT als Namenszusatz bei der Horst Joker verbirgt sich die Anhängung im Dreipunkt. Wichtigste Änderung gegenüber der Vorserie ist der größere Scheibendurchmesser von 52 cm. Dies bedeutet mehr Rahmendurchgang und natürlich zuverlässigeres Arbeiten bei großen Mengen organischer Masse. Die Tiefenführung der Maschine erfolgt typischerweise über den Nachläufer. In unserem Fall hydraulisch anhand einer gut sichtbaren Skala. Mit der Arbeit des Rollflexpackers waren wir auf leichten Standorten zur Gülleeinarbeitung sehr zufrieden. In der ersten und zweiten Stoppelbearbeitung haben wir zwischen 5 und 14 cm tief gearbeitet. Nach den hohen Niederschlagsmengen hätten wir uns für die schwereren Standorte aber eine aggressivere Walze, wie zum Beispiel den Steel Disc Packer, gewünscht. Mit einfach anzuhängenden Koffergewichten lässt sich das Einzugsverhalten der Joker bei Bedarf verbessern. Gegenüber der ebenfalls erhältlichen aufgesattelten Variante RT bedeutet die Dreipunktausführung neben der günstigeren Anschaffung ohne Zulassung vor allem mehr Wendigkeit in kleineren Flächenstrukturen. Ganz klar, als 5-Meter-Maschine für manchen Schlepper in puncto Hubkraft aber zu viel. Wir haben die Joker mit einem 220 bzw. 280 PS Traktor gefahren. Beide waren in der Front mit 1800 kg ballastiert. Bei einer Arbeitsgeschwindigkeit von mindestens 12 km/h ist eine Stundenleistung von 5 Hektar kein Problem. Mehr zur Kurzscheibenegge und der preislichen Einordnung der Joker 5CT lesen Sie in der Agrartechnik Oktober 2014.